So, weiter Gras sammeln. Damit wir unser Zelt bauen können. Das Zelt braucht, glaube ich, 3 Seile und ein Seil sind 6 Gras. Gucke ich gleich mal. Na, jo. Also wir brauchen noch 6 Stück. Noch mehr Samen. Die sind echt riesig geworden inzwischen. Aber wir wollten Kohle machen. Kohle, Kohle, Kohle. Wir sollten dabei keinen Jack anzünden. Ah, die sind hier echt überall. Vielleicht müssen wir vorher ein bisschen roden. Dass das Feuer nicht über die ganze Insel schwappt. Was ist das da? So einfach eine Blume. Komm schon, gib mal ein Stückchen Wald, das ein wenig abseits ist. Es hängt alles so dicht beisammen. Gut, wir probieren einfach mal hier. Fackel. Brennen. Brennen? Ah, okay. So, wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Ich gehe jetzt mal nicht hinterher, in der Hoffnung, dass das Feuer irgendwann aufhört, weil es nicht auf unserem Bildschirm angezeigt wird. Ich baue hier einfach die Kohle ab. Wir brauchten, glaube ich, 6 Stück für den Topf, um besseres Essen zu kochen. Und den Rest nehmen wir halt einfach, um unsere nächtlichen Feuer zu veranstalten. Ja, da oben ist es noch am Brennen. Aber es scheint aufgehört zu haben. Ich guck mal ganz kurz. Auch wenn ich nicht gucken wollte. Ne, es brennt da oben weiter. Okay, komm. Wir machen hier unten weiter. Wir ignorieren das da oben. Und hoffen einfach mal, dass unser Lager noch steht, wenn wir nach Hause kommen. So. Platz wird gleich ein Problem. Ich denke, der Stack geht nur bis 20. Aber wir können ja kurz die Blumen da essen. Und die Axt ist kaputt. Ich brühe mal kurz mit dem Speer, geht's nicht. Mit der Schaufel einmal kurz gegen tippen geht auch nicht. Wir haben nämlich nur noch 3 Flint. Und 2 brauchen wir auf jeden Fall für eventuell noch eine neue Pickaxt. Aber die braucht nur einen. Okay, unsere letzte Axt. Immer schön Blick auf die Uhr. Da oben ist eine Spinne am Rumlaufen. Mitten am Tag. Was machst du denn hier? Speer. Habe ich dich aus deinem Nest vertrieben? Ja, das kann gut sein. So. So. So, jetzt bin ich einmal neugierig. Oh, Spinnenseite. Jetzt bin ich mal neugierig, wie weit das Feuer jetzt wirklich sich ausgebreitet hat. Wir haben jetzt 19 Kohle. Müsste erstmal reichen. So, da ist noch mehr Spinnenseide. Anscheinend ist es schon mal nicht auf die Nester oben übergegriffen. Dafür ist hier was in die Falle gegangen. Richtung Basis hat alles gebrannt. Wir sollten ein paar Bäume neu pflanzen, sonst ist hier später alles kahl. Denn ich weiß nicht, ob diese verkohlten Bäume ewig stehen bleiben oder ob die irgendwann zusammenfallen. Oh, Jack hat überlebt. Das ist schon mal sehr gut. Der auch. Und hier dürfte es nicht übergriffen sein wegen dem Stücken. Ja, sehr schön. Das war doch ein einigermaßen kontrolliertes Feuer. So. Halbwegs. Nehmen wir die Kohle auch noch alle mit. Und der Stack geht über 20. Sehr schön. Dann können wir davon ganz viel einsammeln und haben schon mal so einen kleinen Vorrat für die nächsten Nächte. Wir müssen nicht immer 3-4 Mal Holz hacken gehen. Aber das geht ja wesentlich schneller hier. Normalerweise müssen wir gegen so einen Baum wie oft 10-12 Mal gegenhauen, wodurch die Axt auch ganz schön schnell kaputt geht. Und dann bekommen wir nur 3 Blöcke bei raus. Hier einmal kurz gegentippen. Dann braucht auch nur 1%. Statt sonst, weiß ich gar nicht. Testen. Wir sind hier, um das Spiel kennenzulernen. Also testen wir mal. Normal gegenhauen kostet auch nur 1%. Und es wird Nacht. Yep.
So, neu setzen und ab nach Hause. Und wo ich den Vogel da gerade gesehen habe, mal gucken, ob irgendwas zwischenzeitlich in die Falle gegangen ist. Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass wir uns davon langfristig ernähren können. Aber eine kleine Ergänzung schadet nie. Und man braucht wohl nur Samen, um das ganze Teil zu spannen. Oder nach oben. Ja, da ist was drin. Sehr schön. Aber erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Der geht ja richtig ab, der Vogel. So, einmal stinknormales Fleisch wie vom Kaninchen auch. Und die Falle geht kaputt. Das ist nicht gut. Das heißt, wir können es 5-mal benutzen. Und müssen dafür wie viel Spinnenseide opfern, in Anführungszeichen? 4. Und 3 Stöcken. Boah, wenn man später eine richtige Spinnenfarm hat, dann ist das vielleicht eine gute Taktik. Aber so, ich weiß nicht. Kommen wir an das Fleisch einfacher ran, wenn wir die Kaninchen oben jagen. Gut, erstmal essen, bis wir voll sind. So. Als nächstes wollten wir das Käfernetz. Und den Hammer wollte ich auch noch bei Zeiten. Dafür brauchten wir 2 Seile und wir haben das alles schon verbraten. Das Ganze krass. Ja, eigentlich würde ich ganz gerne zurück zur Insel Nummer 1 und da noch mehr Gras zu holen. Aber das mit den Flint regt mich ein wenig auf, dass wir keinen Stein haben. Und dazu müssten wir halt dahinter. Ja, müssen wir morgen gucken. Erstmal verpacken wir unser ganzes Zeug hier in die Kisten. Oh, da ist noch Platz, auch wenn es dafür eigentlich nicht gedacht war. Dünger war hier drüben. Ne, den hatten wir rausgeholt, stimmt. Spinneneier. Ja komm, morgen machen wir uns auf hinter den Sumpf und holen uns Steine. Dafür nehmen wir das gute Fleisch mit. Dafür lassen wir da den Dünger. Stöckchen und Flint sollten auf jeden Fall mit. Die Fackel könnten wir auch dabei belassen. Falls wir nicht schnell genug zum Basislager zurückkommen. Obwohl wir extra da in der Nähe ein Basislager aufgeschlagen haben. Also wir haben ja hier eine neue Feuerstelle. Und da. Also ja, wir müssten eigentlich einigermaßen gut zurechtkommen. Also wir haben Flint. Wir haben also für eine neue Pickaxe. Wir haben diese Zweige. Wir haben genug zu essen. Wir haben Kohle für die Nacht. Wir haben Werkzeuge. Die Spinnenseide brauchen wir nicht. Die können wir irgendwo hier lassen. So. Und ich wollte das eklige Fleisch mitnehmen, um es dem Schweinekönig zu geben. Genau. Damit wir irgendwann später ganz, ganz viel Gold haben. Und unsere Goldwaffen herstellen können. Dann sind wir nämlich nicht mehr abhängig von dem elenden Flint. So, komm schon, speicher ab. Und Geronimo. Oh, die nehmen wir auch noch mit. Auch wenn die nur 4% hat. Aber, wie gesagt, an den 4% kann es manchmal liegen. Und wir müssen nach Südosten. Ja, noch eine Sache aus den Kommentaren war, ich soll doch die Amulette mal verforschen und gucken, wie viel dabei rauskommt. Nein. Also selbst wenn die jetzt irgendwie 100 oder 200 Punkte geben würden, will ich sie doch gerne aufbewahren. Denn ich habe mir sagen lassen, in dem nächsten Patch, der kommt, also übermorgen oder übermorgen, irgendwie so, also in den nächsten Tagen, da soll es neue Slots geben, wo man Ausrüstung reintun kann. Unter anderem auch für Amulette. Also will ich die beiden, die bei uns in der Kiste liegen, dafür lieber auch bewahren. Und mal gucken, was sie da so reinprogrammiert haben, was sie denn jetzt bringen. Aber ja, neue Slots klingt schon mal sehr interessant. Und ich habe Leuten hören, dass es Wölfe geben soll. Das macht das Ganze dann gleich viel interessanter. Also wenn dann nachts eine Horde Wölfe über das Lager herfällt oder so. Aber das Ding da kann ich mal mitnehmen. Also ein Ball und ein Becher. Also Kinderspielzeug. Ich glaube allerdings, ich hatte schon mal Sachen verforscht. Also diesen Kortschen Knoten. Und da kam nichts bei raus. Also nicht wirklich viel. So. Gib mir Gold. Will er nicht. Okay. Will er es vielleicht gebraten haben? Nö. Okay, die essen das. Ich folge. Oh,
Oh, wir haben ein Haustier. Keine Ahnung, was er macht, aber... Und der heißt Romulus. Kriege ich auch noch Remus? Warte mal. Du? You is good. Konstantinos. Das war ein Kaiser? Auf jeden Fall sind das alles Römer. Schon mal sehr interessant. Aber ja, anscheinend kann man die kleinen Schweine abrichten. Das heißt, wir gehen jetzt mit ihnen in den Sumpf. Dann werden ein paar Tentakel sie umbringen und wir kriegen deren Fleisch. Das klingt doch nach einem schönen Plan. Ich hoffe, das spricht sich bei den Schweinen nicht rum. Auch wenn wir das Fleisch nicht wirklich brauchen. Aber vielleicht können die ja noch irgendwas anderes. Vielleicht können die Tentakel auch beschäftigen. Aber die sind ein bisschen langsamer als ich. Das ist schon mal nicht gut. Aber sehr schön. Wir haben jetzt was gefunden, was wir mit dem Spinnenfleisch anstellen können. So, Konzentration. Wir wollen einfach nur von dieser Insel runter und zur nächsten Insel. Oh. Die greifen das echt an. Okay. Und sterben und droppen nichts. Stirbt das Tentakel-Ding auch irgendwann? Nee, tut's nicht. Weg, 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 weg. Ah, wir haben was gelernt. Die Schweine sterben, sie hinterlassen nichts und die Tentakel halten recht viel aus. Oh. Ja, also ich muss echt auf diese kleinen Blasen da aufpassen. Die auf dem Boden auftauchen. Und wir haben noch ein wenig Zeit. Ich habe einen kleinen gedanklichen Fehler gemacht. Wir haben zwar ein Basislager, wir haben da, wo ich ankomme, kein Basislager. Aha, ne. Und ich habe keine Steine für ein ordentliches Feuer. Und nicht genug Holz für ein anderes Feuer. Mist. Okay, also wir müssen wieder zurück. Zu unserem Lager vor dem Sumpf. Da müssen wir irgendwo Holz hacken und am nächsten Tag können wir den hier durch. Oh, weg von den Tentakeln. Aber ja, gut, dass es mir jetzt noch eingefallen ist. Ich glaube, diese Bäume hier konnte man nicht abhacken und wenn, dauert es zu lange. Oh, die Schweine droppen doch Fleisch. Nee, das ist das eklige Fleisch. Das sieht fast so aus wie das Fleisch. Ha, das verkoche ich gleich mal. Also droppen die Schweine doch was zu essen. Sehr schön, wir können also quasi Spinnenfleisch gegen richtiges Fleisch tauschen. Hm, Kohle. So. Oh, da ist ein... Oh, 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 oh. Wir gehen mal weg. Da war ein ganz großer Ent. Also ein Baummensch. Weg, 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 weg. In das nächste Basislager. Schweine oben. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Schweine nicht mitbekommen haben, dass wir ihre Kameraden mitgenommen haben und die nicht wiederkommen. Also er schreit schon mal, wir sollen wegbleiben. Ja. Gut. Wir sind wieder hier. Wir sind von da bis hier gekommen. An einem Tag. Aber na gut, wir haben eine Menge dazugelernt. Ist alles okay. Wir wollen jetzt... Eigentlich das Ding da verforschen, das können wir hier aber nicht. Das Spinnenfleisch können wir gleich ein paar neuen Schweinen geben. Und ich sehe gerade, da ist ein Licht aus und da ist auch ein Licht aus. Also ja, da ist auch keins ausgegangen, aber die beiden waren von vornherein aus. Oh, waren das die beiden Schweine, die wir mitgenommen haben? Das könnte natürlich sein. Müssen wir mal ein Auge drauf haben, ob die überhaupt respawnen. Wenn nicht, dann ist die Idee mit dem Spinnenfleisch gegen Schweinefleisch tauschen vielleicht doch nicht so gut gewesen. Oh ja, du hast Hunger. Entschuldigung. So, so, so. So, proppevoll. Sehr schön. Gute Vorbereitung für den nächsten Tag. Also, können wir damit irgendwas machen? Irgendwie spielen oder so, um die Zeit rumzukriegen? Nein. Wir könnten Holz hacken. Das wollte ich ja eigentlich. Auch wenn nachts Holzhacken keine gute Idee sein soll. Wir haben aber unten schon ein End. Und ich bin diesmal besser vorbereitet. Also ich würde auch die Axt benutzen. Gegen den End. Probieren wir aber mal. Wir brauchen Holz für das nächste Lagerfeuer. So, du bist schon mal weg. Du auch noch weg. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ich höre was. Ach nö. Jo. Ist ein End.
So, ich habe einen Baum gepflanzt. Bist du jetzt lieb? Nein. Gut, wir wollen jetzt die Axt benutzen. Irgendwas anderes noch. Wir könnten ihn kurz anzünden, aber dann brennt wahrscheinlich das ganze Schweinedorf ab. Also hau ich einfach mal gegen. Wow. Und der ist schneller als der andere Baum. Den anderen Baum konnte ich ja dreimal hauen, bevor der... So. Ah, doch. Man muss ihn erstmal zuschlagen lassen. Und dann schnell zurück. Eins, zwei und weg. Eins, zwei und weg. Und wir brauchen 2% pro Schlag. Ne, 1%. Au. Die Schweine machen nur wieder das Licht an und aus. ja, die sind wahrscheinlich genauso panisch wie ich. Komm. Ich brauche Holz. Und ich will gucken, was so ein großer Enddrop. Vielleicht haben die irgendwas Besonderes dabei. Eins, zwei, drei. Und die Axt macht scheinbar nicht viel mehr Schaden. Mal ganz abgesehen davon, dass wir jetzt keine Axt mehr haben, um Holz zu hacken und keine Flint mehr haben, um Axt herzustellen. Ja, vielleicht doch keine so gute Idee mit der Axt. Komm schon, Schweine. Ja, ja! Angriff der Killerschweine. So, stirb du garstiges, hässliches. Nein, 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 nein. Ja, ich habe auf den Baum geklickt, der Baum war tot, habe auf den Schwein geklickt. Ich sehe da. Okay. Und die essen jetzt. Nee, ne? Die essen ihre Kameraden auf. Das sind echte Schweine. Aber gut, wir haben einen riesigen End überlebt, wir haben die Schweineattacke überlebt. Zeit, um eine kleine Pause zu machen. Also bis gleich.